Hallo, liebe Zuseher. Ich bin mal wieder da. Diesmal aus nicht Last Day on Earth, sondern ausnahmsweise mal Clash of Clans. Bei uns im Clan, das ist der Clan Big Family, startet heute ein neuer Clankrieg, 25 gegen 25. Also hier könnt ihr unser Clan-Tag sehen. Das ist Hashtag POLV899V. Ja, wir haben zurzeit, oh, ich sehe gerade, wir sind voll. Wir haben 50 Mitglieder. Das ist erst heute passiert. Wir haben also viele neue Mitglieder bekommen. Ja, aber bei uns kann man ab Rathaus 7 mit Drachen anfragen. Ja, ab und zu kommen auch mal welche raus. Also ich kann jetzt mal zeigen, gegen was für ein Clankrieg. Gegner, wir kämpfen, das ist der Clan Crew Instrument. Das Besondere an dem Clan, ich zeige den mal, er hat sehr, sehr viele Clan-Kriegs-Account. Also, ihr seht es ja, bis Rathaus Nummer 12, Rathaus 12. Und dann haben wir noch hier Rathaus 10er und Rathaus 9er, die mit Sicherheit auch Clan-Kriegs-Account sind. Also, im Vergleich dazu, wir haben nur vier Rathäuser 11. Und Rathäuser 10 haben wir 3. Der Gegner hat 5 Rathäuser 10 und 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rathäuser 11. Ja, das ist natürlich, wie auch Mobile Fanboy schon sagt, dieser neue Logarithmus, um Gegner im Clankrieg zu finden, hat sich jetzt wieder nicht durchgesetzt, ne? Also es ist, kommt häufig vor, dass wir auch wesentlich bessere in der Offensive Gegner bekommen. Aber meine Hoffnung ist, der Clan ist nur Level 4, dass wir aufgrund unserer Erfahrung eine gute Chance haben. Hier ist unsere Kriegsstatistik. Wir haben von 408 Clankriegen haben wir 267 gewonnen, 138 verloren und 3 unentschieden. Ja, in letzter Zeit hatten wir einige Niederlagen mehr, aber hier zum Beispiel seht ihr sehr viele positive Ergebnisse mit sehr vielen Gewinnen. Ja, in letzter Zeit ist auch unser Anführer immer mit dabei. Dadurch ist der Gegner etwas stärker, weil unser Anführer Kali, der ist halt schon Max Rathaus 11. Ja, den werde ich jetzt mal nicht zeigen, falls der Gegner hier im Clankrieg zuguckt. Aber ich wollte jetzt, ich habe meine Kämpfe schon durch, ich habe gerade frisches Schild bekommen, ganz bitter. Ich habe 27 Pokis verloren, obwohl der Gegner nur gerade so 2 Sterne geschafft hat. Aber naja, so ist das halt in der Legende. So, jetzt, ich wollte ins Nachtdorf und da meinen Bonus abholen. So, dann bauen wir hier nochmal schnell den Baum ab. Die Base habe ich übrigens kopiert von Itzu Gaming. Der hat allerdings hier unten im unteren Bereich hatte er noch Löcher, die habe ich mal zugemacht, weil da die Kampfmaschine zu schnell reingelaufen ist. Und ja, dadurch habe ich 2 Sterne bekommen. Aber wir probieren jetzt mal anzugreifen. Ich greife überwiegend mit Luft an, weil ich die Truppen auch Max habe. Schauen wir uns mal die Base an. Oh, die Luftbomben sind im Ausbau. Das ist ja schon mal ziemlich stark. Das heißt, wir werden auf jeden Fall mit sehr vielen Lakaien angreifen. Ich glaube, wir werden 40 nehmen. Okay, und dann werden wir die einfach spammen hier in dem oberen Bereich. Natürlich werden wir unten auch noch welche setzen für die Prozente. Aber erstmal, ich sehe gerade, hier unten hat er die Bogentürme. Das heißt, da werden wir jetzt auf jeden Fall eine Ablenkung brauchen. Da werden wir dann die Kampfmaschine einsetzen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wir schauen erstmal, wir haben ja Zeit, wie weit die Lakis reinkommen.
Wir könnten ja auch noch welche nachsetzen. Okay, 45% ist nicht doll. So, dann gehen wir mal, setzen hier ganz oben am Rand die Kampfmaschine und zünden sie gleich. Das ist ganz gut, weil dann die ersten drei Schläge der Kampfmaschine macht der erhöhten Schaden und man kann sie relativ schnell wieder zünden. So, jetzt können wir sie nämlich schon wieder zünden und jetzt setzen wir mal die Lakaien, weil die Bogitürme jetzt abgelenkt sind. Also beziehungsweise der eine Bogiturm. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und können wir wieder zünden. %, ist ja schon ganz gut. Ach, schade. Kurz vorm Exitus ist die Kampfmaschine gestorben. Hätte ich sie nochmal zünden können, dann hätte ich vielleicht sogar Chancen gehabt, die Meisterhütte zu bekommen. Aber 68% ist ziemlich gut. Schauen wir mal, was der Gegner geholt hat. 65%, aber 2 Sterne. So, jetzt können wir uns den Kampf mal anschauen. Ob wir in der Base noch was verändern müssen. Er ist mit Barbrush reingegangen. Er hatte ursprünglich Hexen. Na ja, gut, er hat Max Kampfmaschine. Meine Kampfmaschine ist nur Level 6. Da ist er schon mal stärker. So. Er hat da ein Barb erstmal reingeschickt. Dann hat er die Mauerbrecher von oben. Vorsichtig die Barbs, weil da habe ich nämlich zwei Riesenbomben. Ja, und dann ist er rein. Er war sehr vorsichtig, hat es ziemlich gut gemacht. Okay, nee, da können wir nicht groß was verändern. Das Einzige, was jetzt in dem Fall sinnvoll gewesen wäre, hätten wir die Bogitürme auf kleine Reichweite gehabt, dann hätten sie mehr Schaden gemacht. Aber der Mann hat gut gekämpft. Dann werden wir den Turm anwerfen, damit wir schnell in den nächsten Kampf kommen. Schade, dass die bei dem vorletzten oder letzten Update, ich weiß es gar nicht genau, den Uhrenturm genervt haben. Das war schon ziemlich cool, wie lang der vorher aktiv war. Jetzt sind es halt nur noch 7 Minuten. Ich habe den auf Level 5. Na, ein Level könnte ich noch machen, aber das bringt nur 1 Minute mehr. So, jetzt können wir wieder den nächsten Kampf machen. Okay. Er hat eine Doppelkanone im Ausbau. Wir werden auf jeden Fall von der unteren Seite angreifen. Und diesmal brauchen wir aber ein paar Babydrachen, weil die Türme auf hohe Reichweite würden sonst mir zu viele Drachen platt machen. So, wir setzen erstmal jetzt die Drachen. Ein bisschen verteilt, dass sie immer schön im Hut bleiben. Sobald sie sterben, setzen wir Drachen nach. So. Mal schauen, ob wir da was kaputt kriegen. Ja, das ist fast kaputt. Eieiei. Die Riesenbombe, die hat ganz schön Schaden angerichtet. Das wird nichts, sehe ich schon. Das war ein ziemlich schlechter Angriff. Aber gut. Wir haben ja noch unsere Kampfmaschine. Ein paar Prozente, denke ich mal, können wir noch holen. Aber ich vermute nicht, dass wir noch auf 50% kommen. Es wird, denke ich mal, so im mittleren 40er Bereich. Wir werden von der Seite kommen hier, wo
die Doppelkanone im Ausbau ist. Und naja, hier versuchen wir auch nochmal Prozent zu holen. Das hat geklappt. So, da haben wir. Ah ja, gut, doch 48% mit ein bisschen Glück schaffen wir noch die 50%. Jawohl. So, jetzt haben wir noch zwei Lakaien. Aber die Gebäude haben relativ viel Leben. Das einzige, ich glaube, der Tesla war. Ah, jetzt kriegen wir den Tesla nicht, scheiße. Der war schon ganz schön angeschlagen, meiner Meinung nach. Den hätten wir vielleicht noch bekommen. Na gut, ein Stern war kein Dollarkampf. Was hat der Gegner gemacht? Prozent, aber auch nur ein Stern. Mit dem vorherigen Angriff hätten wir den Sieg geholt. Okay, weiter geht's. Unser Boost läuft noch vom Uhrenturm. Okay, diesmal ist nichts im Ausbau. Ich vertraue jetzt einfach mal auf meine Dev und versuche jetzt einfach nur mal Prozente von außen zu holen, indem ich einfach die Lakaien außen verteile und hoffe, dass sie so viele Prozente wie möglich holen. Ich glaube nicht, dass ich bei der Base ans Rathaus kommen würde. Deswegen gehe ich einfach mal auf Maximum Prozente. Mal schauen, wie viele Prozente wir holen. 39 haben wir bis jetzt. Hier versuchen wir jetzt noch mal ein paar Prozente zu holen und dann die Kampfmaschine. Tja, alles ein bisschen angeschlagen, aber nicht so wirklich. Das sieht nicht gut aus, weil die Kampfmaschine wird wahrscheinlich direkt in den Zerschmetterer laufen. Das werden wir nicht verhindern können. Naja, ich probiere es trotzdem mal. Ja, da wird er da an. Wir zünden gleich mal. Vielleicht 50% werden wir noch kriegen. Weil den Kracher wird er, glaube ich, noch holen, ja. Aber das war es dann auch. Ja, war nicht toll. Könnte besser sein. Aber manchmal gewinnt man auch mit einem schlechten Angriff. Je nachdem, wie die Base hält. Sie hat gehalten. 45% ein Stern. Der hat wahrscheinlich die Barbs in die Riesenbomben reingejagt und deswegen einige Barbs verloren. So, was haben wir jetzt? Nichts im Ausbau. Diesmal werden wir die gleiche Taktik wählen, aber wir werden sie nicht spammen, sondern gucken, wie wir durchkommen. Gezielt auf die Gebäude setzen. Immer nur ein pro Gebäude. Und dann nachsetzen bei Bedarf. So, naja, hier rechts sind die Gebäude und mit den hohen Trefferpunkten. Die sind natürlich schwer zu erledigen. Ja, wir müssen uns, glaube ich, jetzt auf einen konzentrieren, bis wir wenigstens da noch was wegkriegen mit dem ersten Weitschuss. Hier war es, glaube ich, auch noch recht angeschlagen. Nee, da habe ich mich vertan. Muss mal hier gucken. Ja, OK.
Okay, das müsste eigentlich reichen. Ja. So, jetzt haben wir noch zwei Lakaien und die Kampfmaschine. Ich denke, wir probieren es oben. Da scheint mir der. Bisschen Glück. Schaffen wir die 50%? Nee, nicht mal die 50%. Jeder Kampf wird schlechter. Na, das ist ja auch mal was. Oh, unentschieden. Der hat auch 48% gemacht. Okay. Ich denke, wir werden jetzt mal. Ah, okay. Diesmal werden wir auf jeden Fall die Lakaien nehmen, weil alle Bogitürme auf niedrige Reichweite sind. Das heißt, wir haben die Chance, von der Ferne relativ viel zu zerstören. Wir werden jetzt auch mal über eine Seite gehen. Diesmal gehen wir auf zwei Sterne. Wir gehen weit, also versuchen relativ weit entfernt von der Luftbombe, weil die zerstört natürlich relativ schnell unsere Truppen. So, was haben wir denn jetzt hier oben? Haben wir noch ein Gebäude? 40%. 50%. So, jetzt wollen wir mal die Kampfmaschine losschicken. Und dann eventuell noch ein oder zwei Gebäude, vielleicht sogar das Rathaus, die Meisterhütte. Schauen wir mal. Vielleicht können wir wieder zünden. So, und jetzt werden wir hier nochmal versuchen, Außengebäude zu holen. 65%. Das ist doch schon ganz ordentlich. Ach, schade. Die eine Kanone hat kaum noch Leben. Mal gucken, ob wir die anvisieren können. Jawohl. Das heißt, wir kommen auf 71%. Und das müsste eigentlich reichen. Da wir gerade mit 48 einen Unentschieden geholt haben und mit 50 den Sieg, denke ich mal, dass es reicht. Oh, der Gegner greift noch an. Wahrscheinlich mit Bogenschützen. Da schauen wir mal rein. Oh, nee. Er ist auch fertig geworden, hat 59% 2 Sterne geholt, aber alles Max. Max Riesen. So, jetzt ist der Boost vorbei. Dann würde ich auch sagen, dass die Folge vorbei ist, weil dieses Warten natürlich auf die nächsten, bis die Truppen fertig sind, das will ich euch nicht antun. Also in 33 Minuten ist auch meine Hexe auf Level 6. Vielleicht kann ich die dann mal einsetzen. Die Hexen hatte ich bis jetzt, die Nachthexen hatte ich bis jetzt noch überhaupt nicht eingesetzt. Aber dann kann man drei Nachthexen pro Armeelager einsetzen. Vielleicht sollte ich das dann mal probieren. Okay, das war's dann von mir. Dann sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Video. Vielleicht werde ich euch auch noch mal was vom Clankrieg zeigen. So, jetzt werde ich erstmal die Aufnahme beenden. Bis zum nächsten Mal.